Das ist myfish.org aus Freunde an der Aquaristik, Podcast Episode 339. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir um einen Gast zuzuhören. Heute sprechen wir über eine Veranstaltung, die auch im Oktober in Lehrte in der Nähe von Hannover stattfinden wird. Und dafür habe ich heute den Lars Dwinger am Telefon. Hallo Lars, na, wie geht's dir? Moin Lukas, mir geht's super. Ich mache gerade ein paar Tage Urlaub auf Amrum und genieße gerade den Ausblick rüber nach Föhr und freue mich total, dass wir mal wieder ein bisschen Zeit haben zu schnacken. Oh, das klingt aber richtig gut. Das heißt, du sitzt gerade irgendwo auf einer Bank und schaust dahin? Ja, genau. Ich schaue gerade auf der Wattseite rüber nach Amrum, sitze hier in Nebel, einem Ort auf Amrum. Ist wirklich, ja, lässt sich gut aushalten, wenn man ein paar Tage frei hat. Ja, das unbedingt. Und das Wetter spielt wahrscheinlich heute auch genau mit, oder? Ja, es ist aktuell ein bisschen bewölkt. Gestern war es sehr sonnig, eigentlich schon fast zu warm für die Jahreszeit, aber es ist sehr angenehm natürlich. Gut, jetzt bist du im Urlaub. Was machen denn deine Reptilien zu Hause? Wer pflegt die überhaupt? Boah, aktuell, wir sind nur ein paar Tage weg, da kommen die auch ohne mich ganz gut klar. Die Garnelen kommen eh ohne mich klar, da hast du ein bisschen Laub drin und wenn die dann mal ein paar Tage nichts zu fressen kriegen, macht's nichts. Ich habe noch schnell, bevor wir losgefahren sind, die Chamäleons, die den Sommer über draußen sind, reingeholt, weil wir ja doch jetzt manchmal Nachtstemperaturen haben im deutlich einstelligen Bereich und das wird dann irgendwann grenzwertig. Deswegen habe ich sie sicherheitshalber noch schnell reingeholt. Das war bestimmt die richtige Entscheidung. Gibt es irgendwas Neues in deiner Reptilienwelt? Hast du irgendwas Neues da? Hast du irgendeinen Erfolg? Aktuell habe ich leider immer noch keinen guten Erfolg mit den Erdchamäleons, mit denen ich mich beschäftige, die ich gerne vermehren würde. Das läuft eher leidlich. Aber ich hoffe, irgendwann bin ich so weit, dass ich da endlich mal Erfolge melden kann. Na, da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und hoffen das natürlich. Und im Oktober findet ja eine Veranstaltung statt. Was genau ist denn da? Genau, und zwar haben wir vom Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern unser jährliches Treffen. Das findet in diesem Jahr wieder in Lehrte in der Nähe von Hannover statt. Und zwar treffen wir uns vom 7. bis zum 9.10. Im Hotel Fricke in Lehrte. Am 7. haben wir für die Frühangereisten, weil einige reisen am Freitag am 7. an, viele reisen aber auch erst Samstagmorgen an und am 7. abends machen wir eine Führung in einem Kloster in Braunschweig und anschließend treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein zum Abendessen. Und dann am Samstag, ja, wollen wir morgens um 10 beginnen mit der Jahreshauptversammlung vom Arbeitskreis. Als Verein bist du ja verpflichtet, gewisse Regularien einzuhalten bei so einer Jahreshauptversammlung. Du musst natürlich Anträge behandeln. In diesem Jahr haben wir Vorstandswahlen. Und all diese Dinge schreibt ja das Vereinsrecht vor, wie das abzulaufen hat. Und da beginnen wir am Samstagmorgen um 10. Eigentlich hat niemand so richtig Lust im Verein auf diese Vereinsregularien, aber das Gesetz schreibt es halt einfach vor. Ich hoffe, dass wir um 12 damit durch sind. Dann gibt es eine kurze Pause mit Stärkung und dann geht es halt auch schon unmittelbar nach der Mittagspause los mit einem sehr ausgiebigen Vortragsprogramm. Und dann, ja, schauen wir mal. So um 13.30 Uhr wollen wir mit dem ersten Vortrag beginnen am Samstag. Okay, jetzt hast du schon ganz viel erzählt. Dürfen denn da nur Leute kommen, die im Verein sind oder ist das für jeden zugänglich? Also zur Jahreshauptversammlung sind eigentlich nur Mitglieder zugelassen, wegen der Abstimmungen, die da sind. Aber wenn einige Gäste schon vorher anreisen, ist es kein Problem. Auch Gäste können teilnehmen an der Jahreshauptversammlung, wer sich dafür interessiert. Aber eigentlich ist das eher so, ich nenne das mal salopp Vereinsmeierei, hat eigentlich kaum einer Spaß dran. Aber natürlich, wir müssen es durchführen, ob wir das nun möchten oder nicht. Aber natürlich auch da sind Gäste zugelassen. Zu dem Vortragsprogramm freuen wir uns unheimlich darüber, wenn möglichst viele Gäste kommen, damit wir die Vorträge tatsächlich auch einem breiten Publikum vorstellen können. Also darf jeder zu den Vorträgen, sage ich mal so, ab 13 Uhr vorbeikommen? Ja, das Vortragsprogramm beginnt um 13.30 Uhr, aber da sind möglichst viele Gäste herzlich willkommen. Also, liebe Zuhörer, auf dem Weg nach Lehrte machen in 2 Wochen, um dort dementsprechend die tollen Vorträge zu hören. Jetzt bin ich aber gespannt, was für ein Programm gibt es denn überhaupt und wie sieht das Ganze aus? Also wir haben als Vortragende Maike Wilstermann-Hildebrand zum Beispiel.
die uns ein bisschen was über Schnecken und Wasserpflanzen, eine Hassliebe berichtet. Dann haben wir Friedrich Bitter, sicherlich auch vielen bekannt, Redakteur bei der Amazonas, früher Redakteur bei der Caridina, drei Ländermenschen, Fische, Wirbellose. Dann haben wir um 16 Uhr beispielsweise die Vorstellung eines Projektes, das wir dieses Jahr im Mittelpunkt eigentlich unserer diesjährigen Veranstaltung haben. Und zwar kommt jemand von Sulawesi Keepers nach Lehrte aus Tschechien, der das Projekt vorstellen möchte. Bei diesem Projekt geht es darum, dass Sulawesi große Probleme hat im Umweltschutz und in den Seen viele von den Garnelen wirklich stark bedroht, wenn nicht sogar schon teilweise ausgerottet sind, aber auch Fische ausgerottet sind und oder zumindest stark bedroht. Und dieses Projekt beschäftigt sich damit, diese Tiere zu schützen und in situ zu ex situ zu vermehren und zu erhalten, damit, wenn man dann eines Tages vielleicht in der Lage ist, die Natur zu regenerieren, die Tiere dann auch wieder ansiedeln kann. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Dieses Projekt wird vom Arbeitskreis Wirbellose unterstützt und wir sind auch offizieller Partner davon. Auf der diesjährigen Veranstaltung soll es mal wieder eine Tombola geben mit wirklich ganz tollen Preisen, die uns Industrie und Handel gestiftet haben, die wir zugunsten von diesem Projekt veranstalten wollen. Wir verkaufen dann Lose, um diese Preise zu gewinnen. Es gibt keine Nieten, es gibt tatsächlich nur Gewinne. Und wir wollen einfach versuchen, ein bisschen Geld zu sammeln, um dieses Projekt, das wir vom AKWB unheimlich toll finden und sehr gerne unterstützen, halt auch nach vorne zu bringen. Aber natürlich auch, um auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, damit es möglichst viele Unterstützer gibt, auch vielleicht außerhalb des AKWBs. Es nimmt auch an dem Projekt gibt es viele Partner aus dem Fischbereich, die das Projekt unterstützen. Hier will ich mal Hans-Georg Evers nennen, aber es auch wissenschaftlich wird es unterstützt und supportet. Die Carsten und Frank Logemann unterstützen das Projekt mit Salzen, damit die Tiere wirklich vermehrt werden können in Gefangenschaft. Also das ist wirklich eine große Nummer eigentlich auch. Aber man muss es halt auch bekannter machen, dass es mehr Unterstützer gibt noch. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, ich kenne das Projekt auch. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Jetzt hatten wir aber auch noch über das Vortragsprogramm geredet. Da gab es doch noch einen, weil ich weiß von meinem Kumpel Florian, der hält da auch einen Vortrag. Genau, also am 17. kommt Thorsten Meissner und Florian Neumann, Aquascaping Tipps und Tricks. Wir hatten sie im letzten Jahr schon bei uns beim Jahrestreffen und die Mitglieder fanden das so toll, was die beiden gemacht haben, wie sie es gemacht haben, dass wir sie gefragt haben, Mensch, könntet ihr euch vorstellen, vielleicht nochmal so ein Teil 2 davon zu machen, vielleicht ein bisschen tiefgehender oder so, weil die Jungs haben es echt drauf, die können Aquascaping, das haben sie bei vielen Wettbewerben gezeigt und es ist halt einfach total toll für Leute, die das vielleicht auch machen möchten, aber nicht diese Erfahrung haben, einfach mal Tipps und Tricks zu bekommen, worauf man achten sollte, was vielleicht für Voraussetzungen erfüllt werden sollte. Und diese Dinge haben sie uns letztes Jahr schon in Teilen näher gebracht und wir hoffen, dieses Jahr wirklich noch viel mehr Informationen daraus zu ziehen. Das klingt auf jeden Fall gut. Du hast gerade den 17. gesagt, du meinst wahrscheinlich aber den 7. Am 8. Am 8. Oh, ganz was anderes meinst du. Um 17 Uhr, um 17 Uhr. 17 Uhr am 8. In Lehrte im Gasthof Fricke oder im Hotel Fricke. Sehr gut. Tombola, gibt es keine Niete, sagst du? Nein. Lohnt sich also auf jeden Fall schon alleine wegen der Tombola zu kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also traditionell gibt es beim AKWB, wenn Tombola gemacht wird, gibt es keine Nieten. Das ist eine Tradition, dass jedes Los gewinnt. Die Lose sind sicherlich etwas teurer dafür. Also wir haben 5 Euro pro Los, aber man kann sicher sein, der Gegenwert, den man erhält, liegt deutlich über den 5 Euro. Also zum Beispiel, es gibt dieses Jahr ein Testkoffer von JBL ist dabei. Es gibt eine Osmoseanlage zu gewinnen beispielsweise. Und das, wenn du überlegst, für einen Lospreis von 5 Euro eine Osmoseanlage, das ist schon auch mal eine Hausnummer. Das ist schon auch cool. Die Industrie unterstützt uns da wirklich nach Kräften und das in diesen Zeiten, wo es der Industrie sicherlich schwerfällt, manche Sachen zu unterstützen, ist das schon eine tolle Sache, weil auch die Industrie natürlich erkannt hat, dass dieses Projekt wirklich förderungswürdig ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich kann auf jeden Fall sagen, die Preise sind wirklich der Hammer, denn ich durfte ja mithelfen, ein paar Preise mit zu besorgen. Das lohnt sich auf jeden Fall, was die Industrie da geschickt hat. Würdest du sagen, dieses Jahr ist noch irgendwas besonders? Ja, auf jeden Fall ist noch was besonders. Der AKWB wird 20 Jahre alt. Ja, tatsächlich, Lukas. Ich war zwar nicht von Anfang an dabei und manche Dinge sind einfach etwas schwierig zu recherchieren und natürlich richtig gefeiert wird das wie üblich erst bei zur Silberhochzeit bei 25 Jahren, aber 20 Jahre für so einen Verein in der heutigen Zeit ist schon auch ein bisschen besonders. Auf jeden Fall. Sag mal jetzt, nicht jeder fährt nach Lehrte. Gibt es denn irgendwie noch die Möglichkeit, sich das online oder so anzuschauen? Ja, natürlich. Das ist die zweite Besonderheit, die wir in diesem Jahr haben. Dank deiner Hilfe haben wir uns dazu entschlossen, die ganze Sache auch in einem Streaming-Dienst zu machen. Wobei die Details, also wir wollen die Vorträge live übertragen, dass sie quasi jeder weltweit schauen kann. Du hast uns das angeboten. Wir freuen uns total, dass du uns da unterstützt, dass wir es halt auch tatsächlich Mitgliedern und Gästen quasi weltweit anbieten können, die Vorträge. Aber die Details dazu, glaube ich, ist einfacher für dich zu erzählen, als ich das kann. Du bist da doch viel mehr im Thema drin. Ja, natürlich. Am Ende wird das Ganze auf dem VDA-YouTube-Kanal ausgestrahlt. Der Link wird dann dementsprechend auf allen Kanälen geteilt und die Vorträge werden dort live übertragen. Wer es nicht schafft, zu den Vorträgen am Ende sich die anzuschauen, hinterher, es wird alles aufgezeichnet und vom VDA am Ende auch nochmal einzeln die Beiträge hochgeladen, damit man sich im Nachhinein das Ganze auch nochmal anschauen kann. Okay, wenn ich jetzt als Gast dahin kommen möchte, weil ich mir den Stream nicht anschauen möchte oder weil ich eh in der Nähe bin, muss ich mich anmelden? Nein, Anmeldung ist nicht erforderlich. Also vom Grundsatz her nicht. Es ist natürlich schön zu wissen, wenn es Leute gibt, die kommen möchten, wenn du vorher eine ungefähre Personenzahl hast, dass auch definitiv genug Stühle vorhanden sind. Das wäre ja total blöd. Ich sag mal so, wir haben 70 Stühle bereitgestellt, aber am Ende sind es 80 Leute und es müssten welche Leute stehen oder wir müssten während der Vorträge Stühle rücken oder so. Deswegen, es wäre hilfreich, wenn die Leute sich vorher melden, entweder über die Facebook-Seite vom Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern oder aber eine kurze E-Mail schreiben an gf@wirbellose.org. Dann hat der Geschäftsführer eine Liste, dass er das ungefähr einschätzen kann, dass wir entsprechend vorbereitet sind, dass wir auch wirklich genug Stühle für alle Leute da haben. Vielleicht noch ein Hinweis für die Leute, die kommen möchten, aber fürchten, dass es dann wieder steigende Corona-Zahlen gibt. Der Vortragsraum verfügt über Absauganlagen, die Luft reinigt. Die sind speziell damals angeschafft worden zu Beginn von Corona. Wir haben das im letzten Jahr schon gemacht. Also es hat im letzten Jahr keinen einzigen Fall gegeben, dass wir so ein Spreader-Ereignis hatten. Und das ist wirklich mit den Filtern funktioniert das recht gut. Wir versuchen natürlich im Vortragsraum so viel Abstand wie möglich zu halten zueinander. Und natürlich muss jeder so ein bisschen auch auf sich und seine Abstände achten. Völlig klar. Aber diese Räume werden auf jeden Fall durch Filter gereinigt, durch Luftfilter. Yes, kann ich bestätigen. War im letzten Jahr auch da und dieses Jahr bin ich auch dort. Wenn ich jetzt noch weitere Informationen zu dieser Veranstaltung haben möchte, wo finde ich die am besten? Also entweder auf der Facebook-Seite vom Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern oder aber auf wirbellose.org. Lars, dann würden wir dich im Urlaub auch gar nicht weiter stören. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ah, ich möchte auf jeden Fall loswerden, dass ich hoffe, nochmal so viele Gäste wie möglich zu kommen, dass wir so viele Tombola-Lose wie möglich verkaufen, um das Projekt Sulawesi Keepers zu unterstützen. Wer sich da vorab noch informieren möchte, www.sulawesi-keepers.de. Warte. Boah, ihr findet es auch sonst auf wirbellose.org respektive auf der Facebook-Seite. Okay. Also. Ich habe gerade keinen Zettel, wo ich das aufgeschrieben habe. Wenn ich das suche, dann habe ich das immer automatisch, weil ich es schon häufiger aufgerufen habe. Deswegen, Punkt org ist es. Punkt org, genau.
Danke, ich habe es gerade mal schnell nachgeschlagen. Ja, hier so auf der Parkbank war das jetzt eben nicht so schnell möglich. Also sulawesikeepers.org heißt es. Wunderbar. Gut, Lars. Ja, das ist mir sehr wichtig. Kommt bitte in großen Stückzahlen, in großen Zahlen und schaut euch die Vorträge an. Es sind wirklich interessante Sachen dabei. Am Sonntag noch gibt es Vorträge von Kai Quante. Der stellt sein neues Buch zum Thema Urzeitkrebse vor. Oliver Mengedoth und Monika Rademacher bringen nochmal was zum Landeinsiedlerkrebsthema. Das ist ja so überschneidend für Wirbellose in Binnengewässern. Es gibt viel zu hören, viel zu sehen. Kommt zahlreich und wir freuen uns über jeden Gast. Na, das waren noch hervorragende Worte zum Abschluss. Lars, damit wünsche ich dir noch einen schönen weiteren Ausblick und noch einen wunderschönen Urlaub. Und freue mich, dich in 2 Wochen dort zu sehen. Ich auch, Lukas. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 339. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/episode 339. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.